Es geht weiter in The Longest Journey. Wir haben The Longest Journey vor drei Sitzungen angefangen. So, immer mal wieder das Fenster auf eine angenehme Größe hochziehen, damit man hier was sieht. Sonst, ja, sieht nicht ganz so gut aus auf meinem Bildschirm. Ich glaube, hier macht es keinen so großen Unterschied. Und dann gehen wir einfach rein in an den Beginn des dritten Kapitels. Das zweite Kapitel hatten wir beim letzten Mal beendet. Und ja, genau, dann fangen wir jetzt quasi mit dem dritten Kapitel ganz frisch, fromm, fröhlich, frei wieder an. Das ist April. April ist eigentlich Kunststudentin, er arbeitet gerade an einem Kunstwerk, was auch ausgestellt werden soll. Das war am Anfang des Spiels auch noch wahnsinnig wichtig und wir sollten doch uns da viel drum kümmern. Aber tatsächlich haben wir das nur einmal gemacht und seitdem jagen wir einem, ja, verschiedenen Träumen hinterher, die hier sozusagen uns suggeriert haben, dass es irgendwie eine andere Welt gibt. Und wie wir beim letzten Mal erfahren haben, gibt es diese Welt tatsächlich, ist die magische Welt Arcadia. Wir befinden uns in der Technikwelt Stark und jetzt ist die Frage. Ja, wir sind sozusagen betraut worden mit der Rettung beider Welten. Und genau das und wie wir das eigentlich machen sollen, ist jetzt auch wieder Gegenstand dieses dritten Kapitels. Und das ist Zack. Hast wohl gedacht, du kannst mich ungestraft versetzen, Zicke. Pardon, wie hast du mich genannt? Wir sind verabredet und du kommst nicht. Lässt mich von meinen Freunden wie ein Pinguin dastehen. Ich konnte nicht, Zack. Lass es gut sein. Das ist mir sowas von egal. Dir wird's noch leid, um mich verkohlt zu haben, Zicke. Ja, Zack hatte uns eine Information verraten und weil er nicht besonders freundlich ist, mussten wir ihn dafür anbieten, mit ihm auszugehen. Das haben wir nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Ich erinnere mich nicht, dass ich mal einen Durchgang gemacht habe in dem Spiel, wo ich tatsächlich auch sehr getroffen habe. Es könnte schon auch sein. Wir hatten einen Punkt in dem Gespräch beim letzten Mal, wo wir hätten sagen können, dass wir dann lieber aus dem Café weggehen, um uns mit Sekt zu treffen. Also womöglich geht es sogar, dass man an der Stelle eine Entscheidung trifft, ob man ihm begegnen möchte, ob man mit ihm ausgehen möchte oder nicht. Wir haben uns dafür entschieden, nicht mit ihm auszugehen. Jetzt können wir überlegen, wie wir darauf reagieren. Was willst du denn tun? Das wirst du noch merken, April Ryan. Mann, wird dir das leid tun, mich zu verkohlen. Ja, Drohung. Hier ist niemand. Und wahrscheinlich wird es wieder so anfangen wie beim letzten Mal, also in dem letzten Kapitel, dass wir uns auf die Suche nach Cortez begeben, der uns so eine Art Mentor ist in diesem Rätsel, was eigentlich ist es mit dieser anderen Welt auf sich hat, wo wir ja nun schon einmal waren. Hier haben wir, glaube ich, alles gemacht beim letzten Mal, was man so machen kann. Und deswegen. Ach so, ja, stimmt. Wir haben sogar einen Auftrag bekommen. Das könnten wir sogar noch mal in unserem Tagebuch nachlesen. Dididim. So. Genau. Sonntag schläft man aus. Was heißt das? Man zieht sich bequem an, guckt Filme und hängt mit seinen Freunden im Café herum. Man fährt nicht in das übelste Stadtviertel, um einen Jungen zu finden, der einen verraten kann, einen Nem verraten kann, wie man sich in einen gefährlichen Kult einschleichen kann, der die Herrschaft über das Universum anstrebt. Das ist was für einen Montag.
Also schön, die Welt ist in Gefahr und ich bin die Einzige, die das Chaos aufhalten kann. Und heute früh muss ich zur Kathedrale in der Hope Street, um mit einem Priester Raoul zu sprechen. Er soll mir sagen können, wo Warren Hughes ist. Wohnt. Ja, ich glaube, ich erinnere mich sogar auch wieder an diese Episode. Es ist halt doch ein bisschen länger her, aber ich habe es auch schon mehrfach gespielt. An mich, denk dran, April, wenn jemand das nächste Mal Bestimmung flüstert, lauf weg, so schnell du kannst. Also, das ist immer ganz nett gemacht. Wir haben immer hier so einen Eintrag, wenn irgendwas Wichtiges passiert, was denn da quasi die Information war, auf der Reise oder beziehungsweise nachdem wir aus dem anderen Reich wieder zurückfahren, haben wir von Cortez die Information bekommen, dass wir uns genau in der Home Street treffen sollen mit dem Priester und dass wir nach Warren Hughes suchen, der uns wohl helfen kann in die, ja, in diesen Kult, diese Bewegung einzusteigen. Das machen wir doch dann einfach auch mal. Der Metro Circle, das war da, wo wir beim letzten Mal waren. East Venice, das ist da, wo wir hergekommen sind. Man sieht hier auch so ein bisschen, dass das offensichtlich irgendwo am, also wenn die Karte nicht nur sozusagen Unterhaltungscharakter haben soll, dann sieht man, dass das hier irgendwie auch an der Küste sich befindet. Vermutung wäre, dass es tatsächlich auch Kalifornien ist. Oder sein soll. So, hier sehen wir schon, wir sind in der Hope Street angekommen und das sieht ja alles andere als unterhaltsam aus. Vielleicht Gas- oder Wasserleitungen oder Abwasserrohre. Das würde den Geruch erklären. Da hinten ist die Kathedrale, dann gehen wir da mal hin. Ich muss auch sagen, dass diese Hintergrundcharaktere alle immer sehr eigentümlich aussehen. Kann doch noch ein Tucken Honig rein, würde ich sagen. Interessant, man sieht gar keine Tauben. Aber durch das Geräusch suggeriert es natürlich hier in dem hohen Gemäuer, dass da irgendwo welche sein könnten. Das habe ich auch schon vorher mal angemerkt, dass es tatsächlich in dem Spiel doch relativ viel Atmosphäre durch die Geräusche und Kulisse gibt und nicht so viel eigentlich gezeigt wird. Es ist Guten offensichtlich Morgen. auch vom Ich bin Aufwand her Pater spürbar. Raul. Du kommst nicht aus dieser Gegend, oder? Ich habe Wieder? dich hier noch nie gesehen. Ja. Nein, ich komme nicht oft hierher. Warum solltest du auch? Dies ist kein angenehmes Viertel. Die Kathedrale ist alles, was der Hope Street an Hoffnung bleibt. Das tut mir leid, Pater. Mir auch. Aber wir schaffen es. Wir schaffen es. Kann ich dir helfen? Kennen Sie einen Jungen namens Warren Hughes? Den kenne ich tatsächlich. Die Hughes haben hier gewohnt, bevor sie in die Kolonien reisten. Armer Warren. Er wurde von seiner Familie als Waise zurückgelassen. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen.
Gehen die Leute immer noch in die Kirche? Ja, einige schon. Unser Glaube ist unverwüstlich. Glaube an sich schon. Aber es gibt so viele neue Religionen. Und neigen die Leute nicht dazu, die alten aufzugeben? Sie kommen zurück. Die Neuerer und die Manus dieser Welt verheißen nur flüchtiges, materielles Glück. Sie bieten keine geistige Erleuchtung. Sie machen sich wegen des Wettbewerbs also keine Sorgen? Wir haben über 2000 Jahre Erfahrung und Tradition, auf die wir bauen können. Nein, ich denke nicht, dass wir umkippen und aufgeben. Wo lebt Warren? Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt hier wohnt, aber er ist Mitglied einer Straßenbande. Den Rasierklingen. Sei vorsichtig. Auch wenn sie nicht die schlimmste Bande sind, freundlich sind sie nicht. Und sie mögen keine Fremden. Ich kann schon auf mich aufpassen. Das bezweifle ich nicht. Sei aber trotzdem vorsichtig. Das ist immer eine gute Idee. Wo, sagten Sie, finde ich Warren Hughes? Du schaust am besten im Haus Nummer 87 nach. Einfach die Straße runter. Ich danke Ihnen, Pater. Schau doch einfach wieder rein, wenn du in der Gegend bist. Ja, Cortez hatte gesagt, dass wir uns dann hier treffen, wenn er auch, weil er auch noch was mit ihm zu besprechen hat. Das könnte man natürlich vermuten, dass das Spiel ja vielleicht ja auch schon Gesprächsmöglichkeiten in der Richtung anbietet, aber nein. Scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir wohl erstmal wieder raus und gehen da rein, wo wir eigentlich schon vorbeigekommen sind, nämlich an dem Haus Nummer 87, was hier immer auch das Einzige ist, was wir erreichen können. Außer Betrieb. Kann ich dich kurz sprechen? Weißt du, wo ich Warren Hughes finden kann? Wer will das wissen? Ich. Warren Hughes? Nie von ihm gehört. Wie heißt du? Wie heißt du? April Ryan. Schön für dich. Naja, du kannst mir wohl nicht helfen. Nee, das kann keiner. Was soll das heißen? Ein nettes Mädchen wie du in der falschen Gegend stellt all die falschen Fragen. Du könntest dir richtig Ärger einhandeln, weißt du das? Ich kann auf mich aufpassen. Klar kannst du das. Die Sache ist nur die, dass unten schon 4 Typen drauf warten, dass du wieder rauskommst. Und die können auch sehr gut auf sich aufpassen. Ich will keinen Ärger. Der Ärger hat dich gefunden, Süße. Was willst du von mir? Das sollte ich dich fragen, aber es interessiert mich nicht. Du hättest mich eben nicht verfolgen sollen. Dich verfolgen? Ich hab... Du bist also Warren. Sag bloß, das wusstest du nicht. Nein. Cortez hat mir nur deinen Namen genannt und wo ich dich finden kann, aber... Sekunde, Cortez? Der alte Spanier, leicht verrückt? Die Beschreibung passt in etwa, ja. Mist. Du bist doch nicht von der Polizei, vom Jugendamt, von der Firma? Nein. Ich bin eine Freundin von Cortez. Er sagte, ich soll dich suchen. Ich habe Cortez eine Weile nicht gesehen, nicht seit... Also was will Señor Cortez von mir? Wir brauchen deine Hilfe. Was für Hilfe? Pass auf, ich halte mich versteckt, seit die Firmentypen und die Bullen hinter uns her sind. Ich werde für niemanden meinen Kopf riskieren, nicht mal für Cortez. Schon in Ordnung. Ich brauche nur ein paar Informationen über eine Gruppe, die sich die Neuerer nennt. Und über ihren Anführer, Jacob McAllen. Tut mir leid, nie von den Typen gehört. Das ist auch kaum möglich. Die bleiben unter sich und arbeiten mit einer Tarnorganisation. Aber ich weiß nicht welcher und... Du willst es herausfinden. Na gut, ich habe einen Freund, der dir vielleicht helfen kann. Super. Warte. Bevor ich ihn um einen Gefallen bitte, musst du mir auch einen Gefallen tun. Wahrscheinlich hilfst du dir damit noch selbst.
In Ordnung. Was muss ich tun? Ganz einfach. Brich in das Polizeiarchiv von Newport ein, besorg dort Infos über meine Familie, vernichte meine Strafakte und komm wieder raus. Vorzugsweise lebend. Ich soll mein Leben für einen Gefallen riskieren? Wenn du es nicht tust, helfe ich dir nicht. Im Archiv findest du vielleicht auch Infos über die Neuerer, so heißen sie doch. Die Infos könnten wertvoll für meinen Freund sein, wenn er dir helfen soll. Ja, wie so häufig im Spiel haben wir die Möglichkeit, hier eine Sackgasse zu gehen, indem wir sagen, nein, das ist uns zu gefährlich und es dann nicht machen. Und dann aber im Grunde nur die Möglichkeit haben, zu sagen, ja, okay, ich mach's doch. Ich tu's. Kluge Entscheidung. Okay, das war so. Mein Vater war von extra cool abhängig und ließ sich von der Werbung verführen. Er verkaufte seine ganze Familie an das verheißungsvolle Kolonisationsprogramm, um genug Geld für ein Leben mit extra cool zu haben. Er vergaß zwar, seine holde Frau und seine Kinder zu fragen, aber die Firma störte das nicht. Eines Tages kamen sie, um meine Mutter, meine Schwester und mich abzuholen. Ich bin abgehauen durch das Fenster. Hab die nächsten beiden Wochen in einem Müllcontainer verbracht. Und deine Familie? Das ist es ja, ich weiß es nicht. Natürlich ab in die Kolonien, aber ich weiß nicht in welche. Manchmal trennen sie Familien, aber das erwähnen sie in der Werbung natürlich nicht. Mein Vater ist mir Schnuppe und meine Mutter ist stark und kann auf sich aufpassen. Aber ich will meine Schwester zurück. Ich will nicht, dass sie in einer Mine oder Fabrik bleibt. Ich soll also herausbekommen, wohin sie deine Schwester gebracht haben. Genau, du begreifst schnell. Finde es heraus und lösche auch meine Strafe, damit ich endlich die Firmentypen vom Hals habe. Dann bekommst du alle Hilfe, die du brauchst. Wo liegt das Polizeirevier? Fahr mit der U-Bahn bis Metro West. Du kommst dort an der sogenannten Cop Street raus. Die Straße runter siehst du das Polizeipräsidium. Du kannst es nicht verfehlen. Ja, da waren wir schon mal. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Sei cool, okay? Sei cool. Ich nehme lieber die Treppe. Okay, dann sind wir mal ganz cool. Und gehen mal ganz cool. Ja, eklig. Und ich in meinem Lieblingstop. Hey, ist das nicht ein Fellhandschuh? Igitt, nein, es ist eine tote Ratte. Ich werde den anderen Handschuh in der Ecke nicht untersuchen. Ich glaube, der hat sich gerade bewegt. Wie völlig sinnlos das ist. Und ich rieche schon nach diesem Ode-Müll. Eine maschinell gesteuerte Straßenblockade. Man sieht sie überall in der schlaglochdurchsetzten Stadt. Eine kleine Kontrolltafel. In der Anzeige steht 3018. 3018, ja. Ich glaube, die kann man irgendwann später umprogrammieren, damit sie da nicht mehr steht.
Und da hinten ist auch schon das Polizeirevier. Hier ist Lucinda Carlyle, live vor dem Polizeipräsidium, wo sich heute ein weiterer sinnloser und tragischer Unfall durch ein Versagen der Technik ereignet hat. In den Trümmern des abgestürzten Shuttles hinter mir suchen Drohnen nach den sterblichen Überresten von über 100 Menschen, die heute ihr Leben bei einem Unfall verloren haben. Ein vermeidbarer Unfall, der nicht hätte passieren dürfen. Vor wenigen Stunden ist ein mit Kolonisten besetzter Shuttle der Brave New World Airlines auf dem Flug zum Metro Tower infolge eines Maschinenschadens abgestürzt. Ohne Vorwarnung stürzte der Shuttle auf diese Straße, zerstörte 3 Autos und begrub 9 unschuldige Fußgänger unter sich und 2 Autodiebe bei der Tat. Die Ursache der Tragödie ist noch unbekannt. Derzeit gibt es noch keine offiziellen Stellungnahmen und wir können nur spekulieren. Und wir werden spekulieren. War der Pilot betrunken? Hatte er Amatin eingenommen? Hatte jemand an Bord eine Bombe bei sich? Hat der Hersteller des Shuttles Monster Limited Billigteile aus illegaler Produktion in Norwegen importiert? Denkbar ist alles. Sogar noch Schlimmeres. Aber gleich wer verantwortlich ist und wie die Strafe ausfällt, es wird die grausig entstellten Toten nicht wieder zum Leben erwecken. Es wird Theresa Rosemann, Mutter von 3 Kindern, nicht zu ihrem Ehemann zurückbringen. Ja. Der Verlust ist endgültig. Und nur hohe Schmerzensgelder können die Trauer lindern, sie aber nie ganz auslöschen. Das wäre nur durch eine kostspielige Gehirnoperation oder persönlichkeitsverändernde Drogen möglich. Die genaue Zahl der Toten steht noch nicht fest. Es wird vermutlich Tage dauern, sie aus den Tausenden von Körperteilen zu identifizieren, die zur Stunde noch einzeln aus dem Wrack des Brave New World Shuttles 709 geborgen werden. Welche Auswirkungen wird dieser Unfall auf unsere Stadt haben? Wahrscheinlich keine. Wer mit dem Shuttle fliegt, trägt das Risiko. Lucinda Carlyle mit einem Live-Bericht für die Metro Channel Action News. Und damit zurück an Lisa und Dan. Sind wir fertig? Wie war ich? Ja, ja. Und wie sind die Quoten? 5 Millionen? Nur 5 Millionen? Himmel, wir haben gegen die Wiederholung von Gilligans Insel verloren. Das ist zum Verrücktwerden, Gregory. Warum zum Teufel hast... Ja, ja, lass mich bloß mit diesem Mist zufrieden. Du warst es doch, der mir erzählt hat, mit sowas erreiche ich ein größeres Publikum. Wäre ich bloß bei der Spielshow geblieben. Mist. Ja, da haben wir noch glatt ein bisschen Medienkritik hier an dieser Stelle, auch wenn das natürlich auch wieder ein bisschen eigentümlich umgesetzt ist. So. Da ist ein blinkendes Gerät und ich glaube sogar, da müssen wir irgendwie hin. Ich finde aber auch, dass hier ein Polizist ist. Insofern werden wir da wohl kein Glück haben. Wenn ich mich nicht irre und wenn ich mich richtig an den Technikunterricht erinnere, ist das eine Antigravsteuerung. Hm. Sie scheint vollkommen intakt zu sein. Gut. Ich kann nicht durch den Zaun ohne Alarm auszulösen oder Schlimmeres. Ja. Der Laser würde mich rösten. Also können wir da nicht ran, aber wir können uns ja mehr merken, dass da eine Antigraf-Einheit ist, die nur auf uns wartet, beziehungsweise darauf wartet, abgeholt zu werden. Hey! Wie komme ich in das Revier? Das ist hier die Frage nicht. Wie meinen? Reinkommen oder nicht reinkommen, das ist hier die Frage. Meine Güte, noch mehr Irre. Oh, ich bin kein Irrer, ich bin Schauspieler. Keine Ursache, aber ist das nicht ein Widerspruch in sich? Lady, ihr seid die Grausamste, die lebt. Ja. Das ist auch gut. Sind die Polizisten ja alle Schauspieler? Wäre auch eine gute Frage. Wie komme ich in das Revier? Überhaupt nicht. Heute nicht. Aber ich muss da rein, wenn nun ein Verbrechen geschehen ist.
Gut nachgedacht. Ich glaube, sowas meldet man an einer der vielen Rufsäulen in der Stadt. Oder du sprichst einen Polizisten an. Wie Sie? Ich bin nur ein ergebener Diener Ihrer Majestät und eigentlich nur als Stellvertreter eingesetzt. Also, es lohnt nicht. Können Sie mich nicht einfach reinlassen? Bedenkt mich mit süßer Vergebung, Prinzessin, aber leider kann ich es nicht. Die Türen sind außer Betrieb. Die Türen funktionieren nicht? Sie gehen nicht. Gütiger Himmel, das muss ich sofort melden, nachdem ich mit meinen Polizeiübungen fertig bin. Sagten Sie, die Türen sind außer Betrieb? Richtig. Das Einzige, das heute aus diesem Revier hinein und wieder hinauskommt, sind Polizisten, Gefangene und Müll. Ist das nicht so ziemlich das Gleiche? Schnöde Worte aus dem Mund eines Weibsbilds. Wie haben Sie mich genannt? Holde Prinzessin. Schon besser. Nicht viel, aber etwas. Wie könnt ihr denn den Müll raus und die Gefangenen reinbringen, wenn die Türen kaputt sind? Gute Frage. Die Türen sind zwar außer Betrieb, aber nicht das Tor zur Tiefgarage. Natürlich kommt man nur mit einem Fahrzeug hinein. Die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr ausgedehnt. Wie ausgedehnt denn? Sagen wir, sie benutzen radioaktive Verstrahlung? Warum laufen Sie eigentlich immer hin und her? Ich übe mich in der hohen Kunst des Streifegehens. Das sieht aber nicht nach Streife, sondern eher wie Schauspielerei aus. Mist. Und ich dachte, ich würde Fortschritte machen. Vielleicht sollten Sie etwas lockerer werden. Ja, aber dieser verdammte Anzug zwingt alle, sich auf dieselbe Weise zu bewegen. Ich kann den Charakter einfach nicht herausarbeiten. Vielleicht ist das ja eine Idee. Sind Sie Schauspieler oder Polizist? Beides, Schätzchen, beides. Ich bin Schauspieler, werde aber im nächsten Film einen Polizisten spielen. Er heißt Mad Cop 2. Ich spiele den Freund von Mad Cop, den etwas durchgedrehten Polizisten. Ich glaube, ich habe den ersten gesehen. Er war schlecht. Das stimmt, aber dieser hat das gewisse Extra, das dem Original gefehlt hat. Sie meinen mehr Gewalt, mehr Sex und weniger Handlung? Genau das. Ja, der ist doch ganz lustig, weil es stimmt. Sie bereiten sich also auf Ihre nächste Rolle vor. In der Tat, holde Maid, das tue ich. Ich wurde für eine Einheit ausgewählt, die das Wesentliche am Dienst Ihrer Majestät erfassen soll. Und welche Einheit soll das sein? Sitte. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Danke und viel Glück. Rennen ist ein süßer Schmerz. So lebt denn wohl, Prinzessin. Bis wir uns wiedersehen, lebt wohl. Also wir können durch diese Tür nicht rein und dieser Polizist ist nicht so sonderlich hilfreich. Haben wir denn hier noch so an Sachen, oder damit man schon mal guckt? Eine Taschenuhr, eine Lieferliste, eine Flöte, ein Goldring, ein Schimpansenauge, ein klebriges Bonbon, mehrere Bonbons, eine Reißzwecke, die wir allerdings schon mal benutzt haben, und ein Tagebuch, ein Foto und die Geldkarte. Hey! Wenn ich nicht ganz schön irre, euch wiederzusehen, holde Prinzessin! Auch ein einfaches Hallo hätte gereicht. Danke. Wenn du es wünschst, dann sei es. Hallo.
Könnt ihr den... Ja, das haben wir schon gefragt. Viel Glück. Ja. Und für dich ebenso. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist jetzt sozusagen das Geheimnis, dass man da in diesen Müll rein muss. Dann wird man mit dem Müll da reingebracht und dann ist man ja drin. Jetzt ist nur die Frage, wie genau man das machen muss. Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Abgesehen von dem abgestürzten Gleiter da? Nein, sowas sieht man jeden Tag. Wie bitte? Dutzendfach. Gleiter stürzen dutzendfach ab? 15 die Woche, Madam, mindestens. Allein in dieser Stadt. Aber es heißt doch immer, Gleiter wären das sicherste Transportmittel. Statistisch gesehen schon. Aber sobald sie an Bord sind, sinken ihre Überlebenschancen dramatisch. Was? Sie sind das sicherste Transportmittel für Fußgänger. Die Wahrscheinlichkeit, von einem abstürzenden Gleiter getroffen zu werden, ist relativ gering. Vielen Dank, dass Sie mein Vertrauen in die moderne Technik ruiniert haben. Wir sind hier, um zu schützen und zu dienen. Ist es nicht eigentlich andersherum? Gehen Sie weiter, Madame. Hier gibt's nichts zu sehen. Abgesehen von Ihnen, Wachtmeister. Wie, mir? Ich habe Männer in Uniform schon immer gemocht. Tut mir leid, Madame. Ich bin schwul. Und jetzt gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Abgesehen von den entflohenen Häftlingen hinter Ihnen? Ich bin heute zum Sonderdienst eingeteilt, Madame. Der entflohene Gefangene soll sehen, wo er bleibt. Wo ist denn die Wache, die während meiner Abwesenheit die Unfallstelle bewachen soll? Wie wär's mit mir? Ich kann sowas gut. Das war nur eine rhetorische Frage, Madame. Sie sind nicht qualifiziert. Und jetzt gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ausgenommen... Zum letzten Mal. Gehen Sie weiter. Hier gibt es überhaupt nichts zu sehen. Nichts. Habt ihr Leute denn nichts Besseres zu tun? Geht es Ihnen gut, Wachtmeister? Danke, Madame. Mir geht es sehr gut. Nur der ganze Staub vom Absturz bringt mich zum Husten. Wir könnten ihm natürlich ja ein fröhliches Bonbon anbieten. Aber das möchte er nicht. Was können wir denn dann noch? Zeit haben wir. Ja, also so richtig viel können wir nicht. Eine numerische Tastatur. Aber ich habe keine Ahnung, welche Zahl ich eingeben muss, um die Straßenblockade zu verschieben. Das muss ja rauszukriegen sein. Da steht Calavera Crossing MCW. Die Straßenkennnummer lautet 0092. Da können wir gar nicht hin. Na ja, gut, aber dann geben wir das doch dann mal ein, nicht? Vielleicht kann ich die Straßenblockade verschieben, wenn ich die Kennnummer der angrenzenden Straße eingebe. Genau, das war auch mein Gedanke.
Und jetzt gehen wir einfach mal in den Müllcontainer rein und hoffen, dass hier ein Auto von einer Müllreinigungs... Dingsbums... Herzlichen Dank. Und schönen guten Abend. Ah, tatsächlich, da kommt einer. Na, das läuft doch wie ein Länderspiel. Ah! Bleibt mit euren Pfoten weg! Das war eklig, was ich alles tun muss, um die Welt zu retten. Ich meine, der Geruch, das klebrige Zeug, dann noch die Ratte. Widerlich. Vom Gestank ganz zu schweigen. Ich glaube, der geht nie mehr weg. Ich werde den Rest meines traurigen Daseins nach altem Fisch und verfaulter Pizza stinken. Ja. Was natürlich nur so überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum er auf diesem Wege ins Polizeihauptquartier kommt. Aber gut, wir sind jetzt drin. Da wollten wir auch hin. Ein Werkzeugkasten. Darin liegt ein Stück Papier. Das ist immer hilfreich. Können wir das? Offenkundig. Irgendein Anforderungsformular oder ein Arbeitsauftrag. Okay. Hier ist ein Bildtelefon. Da ist ein dünner Bursche. Da sind Sie lassen sich nicht von Hand öffnen. Sie lassen sich nie öffnen. Und ich nehme an, dieses lustige Kontrollfeld daneben. Es ist vollständig gesichert. Ich kann es nicht öffnen. Dann reden wir doch mal mit dem Polizeisergeant. Verzeihung, Madam. Ja, ja, was kann ich für Sie tun? Wo befindet sich das Archiv? Das Archiv? Sie sind keine Polizistin, oder? Ist das so offensichtlich? Ich bin in der Ausbildung auf der Polizeischule und ich muss in das Archiv, um dort etwas nachzuschlagen. Mindestens. Sie sind also in der Ausbildung? Aber klar doch. Was tun Sie denn hier? Sie sollten in der Schule sein, Liegestütze machen und lernen, wie die Profis zu reden. Das war doch schon sehr professionell. Es geht um das Archiv. Sie sind doch keine Polizistin, oder? Doch, ja, das bin ich. Wenn Sie Polizistin sind, wo ist denn dann Ihre Uniform? Ihre Dienstmarke, Ihre Standardausrüstung, die Betäubungspistole, ha? Huh? Zu Hause. Liegt alles zu Hause. Dann schlage ich vor, dass Sie Ihren Hintern nach Hause bewegen und Ihre Ausrüstung holen. Capito? Und jetzt verschwinden Sie und lassen Sie die Erwachsenen in Ruhe arbeiten. Na gut, ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht so einfach lang. Beziehungsweise, ich wüsste auch gar nicht, was wir im Archiv wollen. So, gucke an, hier sitzen jetzt also. Hi. Was willst du? Wir haben gerade Pause, Süße. Entschuldigung, wie rieche ich? Riechen? Machst du mich an, Süße? Was? Ich weiß nicht. Sonst bin ich den Frauen egal. Ich wollte nur fragen. Ich möchte keine gute Anmache verpassen. Ich hab dich gefragt, wie ich rieche. Ja, richtig. Wie faulige Pizza und ist das Lachs? Geräuchert. Ja, und einen Hauch von Rum. Ich hatte einen Unfall mit einer Flasche in einem Müllcontainer. Das passiert mir ständig. Du bist also nicht allein. Für sowas treffen sie sich jeden Mittwochabend in der Stadt. Ich habe kein Alkoholproblem.
Du willst es dir nicht eingestehen, Süße. Das will keiner. Aber wer riecht denn hier nach rum? Ich jedenfalls nicht. Zumindest heute nicht. Genießt eure Kaffeepause, Jungs. Bei den Sonntagszuschlägen, die wir kriegen, darauf kannst du wetten, Süße. Hallihallo. Wie? Bist du ein Engel? Kommst du, um mich in den Himmel zu bringen? Es hat keinen Zweck, mit George zu sprechen. Seit seiner Überdosis extra cool ist er nicht mehr ganz richtig im Kopf. Ich lasse ihn nicht mal mehr den Hammer halten. Okay, also mit dem Dünnen können wir nicht sprechen, dem Dicken können wir sprechen, aber der, ja, will nur von uns angemacht werden. Ein altes Bildtelefon. Antike, veraltete Technik. Bildübertragung ist nicht mehr in. Ich glaube, der Bildschirm und die Kamera sind außer Betrieb. Ich habe nicht mehr mit Mutter gesprochen, seit ich von zu Hause weg bin. Ich sollte sie anrufen. Das ist ein bisschen unvermittelt. Hallo? Hi, Mama? Hier ist April. Wie geht's dir? Wo bist du, Liebling? In der Stadt, Mama. Das weißt du doch. Warum hast du nicht angerufen? Ich habe mich zu Tode geängstigt, Liebling. Hast du denn meinen Brief nicht erhalten? Doch, und ich kann nicht verstehen, warum... Siehst du, genau das ist doch das Problem. Du kannst es nicht verstehen. Es war ungerecht, dass du deinen Vater so hart angegangen bist. Du hast ihm sehr wehgetan, weißt du das? Und ich meine nicht nur den Tag, an dem du ihn die Treppe heruntergestoßen hast. Und was ist mit mir? Glaubst du denn, er hat mir nicht wehgetan? Bist du so blind, dass du das nicht sehen kannst? April, du weißt doch, dass ich in dieser Sache für keine Seite Stellung beziehen kann. Nein, natürlich nicht. Du nicht. Nie. Aber egal. Wie geht... Ist Vater in Ordnung? Ich meine... Nach dem Sturz? Er hat sich einen Arm gebrochen und musste deshalb zu Hause bleiben. Deshalb ist das Geld knapp. Wir mussten Danny bis zum nächsten Halbjahr von der Schule nehmen. Mama, du kannst mich dafür nicht verantwortlich machen. Wenn du nicht so überstürzt fortgelaufen wärst... Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tot, Mama. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Bitte... Lass uns jetzt nicht darüber streiten. Ich wollte einfach nur deine Stimme hören. Bitte, komm nach Hause, April. Wir lieben dich noch immer. Nein, danke, aber nein. Das kommt nicht in Frage. Hör zu, ich muss gehen. Ich bin hier mitten im Geschehen. Pass auf dich auf, ja? Ist gut, Liebling. Ich hab dich lieb. Ja. Ich dich auch, Mama. Wiedersehen. Ja, das war etwas subtil, aber unerwartet eingestreute Backstory. Weil wir ja gar nicht wissen, warum April eigentlich in der Stadt ist. Und wir wussten auch nicht so richtig, was mit ihren Eltern ist. Und so richtig viel mehr wissen wir jetzt auch immer noch nicht. Aber immerhin etwas. Bin mir gar nicht sicher, oder beziehungsweise ich erinnere mich auch nicht mehr dran, ob... das noch mal irgendwann zum Thema wird. Ich glaube, fast nein. Ja. Vielleicht doch noch mal mit ihm hier sprechen. Wir haben ja offensichtlich nicht so viele wieder. Möglichkeiten. Genießt eure Kaffeepause, Jungs. Okay, also wir können auch bei den Sonntagszuschlägen, die wir kriegen, darauf kannst du wetten, Süße. So, ja, sonntags ist es auch noch, das haben wir ja auch schon mitgekriegt. Nee, können wir uns zwar Tuvok? Angucken. Und mit ihr hier können wir sprechen. Wir können hier natürlich mal hier dieses lustige Formular. Nee,
Das können wir ihr auch nicht geben. Zum Kellergeschoss. Und meine Nachbarn. Nein, nein. Nein, nein. Also da können wir nicht wieder hin. Die Türen sind geschlossen. Die Türen sind geschlossen. Also wir kommen hier definitiv nicht raus. Wir müssen irgendwie dieses Kontrollfeld. Die Schalttafel ist geschlossen. Sie lassen sich nicht von Hand öffnen. Lassen sich nicht von Hand öffnen. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Jetzt können wir offensichtlich auch mit dem Bildtelefon nichts mehr machen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Mal uns das hier vielleicht mal angucken. Ne? Macht's mir doch nicht so schwer. Ich will doch da nur draufklicken. Können wir nicht. Können wir auch nicht. Das können wir schon. Captain Nebeways Unterschrift. Auf was hatte ich für Mühe, das simple Kreuz zu bekommen. Ja, das ist natürlich auch, ne? Ist ja doch hier die einzige Möglichkeit, noch ein Gespräch. Verzeihung, Madame? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Es geht um das Archiv. Sie sind doch keine Polizistin, oder? Nee. Was ist, wenn ich es nicht bin? Sie können da nicht rein, Capito. Zutritt nur für Polizisten. Außerdem sind die meisten Türen im Gebäude einschließlich dieser außer Betrieb. Keiner geht rein, keiner kommt raus. Und solange diese überbezahlten, unterbeschäftigten Wartungstypen nicht ihren Hintern bewegen und wieder an die Arbeit gehen, wird das auch so bleiben. Trotzdem vielen Dank. Okay. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass die dafür zuständig wären, die Türen zu reparieren und das offenbar aber gerade nicht machen. Wir haben ja ihre Pause. Ich bin's wieder. Warum arbeitet ihr denn nicht? Wir machen unsere vertragsmäßige Kaffeepause. Ah ja, aber ihr esst ja gar nichts. Wir sind schon fertig mit Essen, aber wir haben noch Pause. Paragraph 16 des Vertrages. Ich zitiere. Unzureichende Verdauung kann zu Schäden bei weiteren arbeitsbezogenen Tätigkeiten führen. Ende des Zitats. Was heißt das? Wir lassen das Essen sacken, Süße. Ihr seid hier, um die Türen zu reparieren? Das stimmt. Aber stattdessen sitzt ihr nur rum. Das stimmt. Und ihr habt nicht vor, schnell wieder an die Arbeit zu gehen. Das stimmt. Und das stört euch überhaupt nicht. Das stimmt. Ich könnte alles zu euch sagen, alles. Das stimmt. Und die Antwort wäre immer... Das stimmt. Ach, so viel zum Thema Produktivität. Ja, ich weiß, das stimmt. Es wäre furchtbar nett, wenn ihr die Türen reparieren würdet. Und es wäre furchtbar nett, wenn du verschwinden und uns in Ruhe lassen würdest. Gibt es irgendetwas, womit ich euch zurück an die Arbeit bringen kann? Nein. Außer im Notfall werden wir uns in nächster Zeit hier nicht wegbewegen. Wie sieht so ein Notfall denn aus? Jedes mit einem in dreifacher Ausfertigung unterschriebenen Arbeitsauftrag der Gewerkschaft verbundene Ereignis. Was für ein Arbeitsauftrag? Na,
Ach, du weißt schon. Genießt eure Kaffeepause, Jungs. Bei den Sonntagszuschlägen, die wir kriegen, darauf kannst du wetten, Süße. So, genau. Nun ist die Frage, wir haben ja so ein Formular. Aber wahrscheinlich muss das irgendwie noch ausgefüllt werden. Nun habe ich leider gar nichts zum Schreiben dabei. Sprechen wir doch mal mit den Kollegen. Verzeihung, Madame? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Trotzdem vielen Dank. Ah, okay. Da sind unsere Gesprächsmaximen offensichtlich ausgeschöpft. Halunken erkennt man schon an den Augen und am üblen Benehmen. Tuvok? Tuvok? Ich glaube, den kennt gar keiner mehr heutzutage. So. Also ganz systematisch über alles drüber geht, sehen wir, dass da keine Kombinationsmöglichkeiten aufleuchten. Und ein Werkzeugkasten. Und dass da Werkzeug im Werkzeugkasten ist. Aber ansonsten haben wir hier gar keine Möglichkeit. Okay. Leichtes Übergewicht muffeliger Art. Wenn ich den vielen Polizeiserien trauen darf, muss das die wachhabende Polizistin sein. Ja. Okay, wir können immer noch nicht in den Keller. Können aber auch nicht raus. Linke noch das rechte. Telefon funktioniert für uns. Ein dünner Typ im roten Overall. Er sieht wie ein Servicetechniker aus. Ein ziemlich dicker Typ im roten Overall. Ich glaube, er ist Servicetechniker. Ich bin's wieder. Man erkennt das auch daran, dass die Servicetechniker sind, dass sie gerade keinen Service leisten. Wegen des Arbeitsauftrags. Ja, welchem denn? Dem für Notfälle. Du meinst den Arbeitsauftrag kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder? Genau den meine ich. Wenn du einen solchen Auftrag mit der richtigen Unterschrift hättest, müssten wir unsere Kaffeepause früher abbrechen. Natürlich nur aus taktischen Gründen. Auf diese Weise können wir unsere Arbeit termingerecht abschließen. Ist die Bürokratie nicht was Herrliches? Büro was? Vergiss es. Ja, das müssen wir jetzt also irgendwie erreichen. Wo bekomme ich das Formular für solche Arbeitsaufträge? Was für ein Formular? Das Auftragsformular kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder. Bei jeder offiziellen Stelle, für die wir arbeiten. Genießt eure Kaffeepause, Jungs. Bei den Sonntagszuschlägen, die wir kriegen, darauf kannst du wetten, Süße. Naja. Darauf kannst du wetten, Süße. Dann sprechen wir noch mal mit der Sergeant. Verzeihung, Madame.
Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Ich hätte gern so ein Formular. Ich brauche das Auftragsformular Nummer 09042. Kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder. Warten Sie hier. Ja, sicher, warte ich. Warum? Noch nicht? Wir Bitte haben schön, doch Fräulein. Zeit. Gewerkschaftsformular 09042. 09042. Ja. Das sieht ja fast so aus wie dieses sehr gut ausgefüllte Gewerkschaftsformular. Müssen wir doch also quasi dieses mit diesem hier kopieren irgendwie. Oder so. Aber wir können es wahrscheinlich auch erstmal wie die Dummen. Die Türen sind geschlossen. Und übergeben das entsprechende Formular. So. Ich sollte diesen Arbeitsauftrag lieber erst ausfüllen. Okay. Repariert die verdammten Türen. Gezeichnet der Polizeipräsident. So. Wenn's doch so einfach. Das ist für euch. Was ist das? Ach, nur ein kleines Formular. Genannt kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder. Sag das nochmal. Lady, weißt du, was du da getan hast? Du hast unsere Kaffeepause unterbrochen. Das ist ein offizieller Arbeitsauftrag. Das kann nicht sein. Moment mal. 09042. Das ist aber nicht die 09042-A, oder? Nein. Nur die einfache 09042. Ohne alles. Heute ist Sonntag. Da ist der Auftrag ungültig. An Feiertagen brauchst du das Formular mit Anhang A. Anhang für Feiertage. Das bringt uns dreifache Zuschläge. Also? Also bleiben wir hier sitzen und machen weiter Pause. Und jetzt verschwinde. Verzeihung, Madam? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Es tut mir leid, aber ich brauche auch den Anhang zum Formular 09042-A. Den was? 09042-A? Warum zum Teufel haben Sie mich nicht gleich danach gefragt? Ja. Weil ich ein nachtragendes Miststück bin und es liebe, Sie zu quälen. Es ist meine Lebensaufgabe, Sie auf ewig zu jagen und mit sinnlosen Anfragen nach Formularen und Dokumenten in den Wahnsinn zu treiben. Warten Sie hier. Das hat sie zumindest nicht hinterfragt. Es scheint also auch nicht das erste Mal zu sein. Na gut, Gewerkschaftsformular Nummer 09042-A. Und das sollte es lieber gewesen sein. Ja, sollte es. Denn alles hat ein Ende. So. Jetzt müssten wir mit diesem Formular natürlich hier noch diese motivierten Menschen überraschen. Freude, Freude. Okay, das ist für dich. Ich hoffe, es ist das Richtige. Warum lässt du uns nicht in Frieden? Hast du nichts Besseres zu tun? Ja, nein. Ich habe nichts Besseres. Hier habt ihr den Arbeitsauftrag auf dem Formular Nummer 09042-A. Die kurzfristige taktische Aufhebung von Vorteilen für Gewerkschaftsmitglieder mit dem Anhang für Feiertage. Verdammt, sie hat uns dran gekriegt. George, heb deinen müden Hintern hoch. Dank dieser netten jungen Lady müssen wir uns wieder an die Arbeit machen.
Ich weiß, dass ich mir beim ersten Mal, wo ich das durchgespielt habe, noch wahnsinnig Gedanken gemacht habe, wo ich denn die richtige Unterschrift herkriegen soll. Das ist aber offensichtlich überhaupt gar kein Problem. Das fragt auch niemand nach. Sie lassen sich nicht von Hand öffnen. Die Türen sind geschlossen. Seid ihr bald mit der Arbeit fertig, Jungs? Tja, wer weiß. Das ist gar nicht so einfach, Süße. Deswegen ruft man ja auch üblicherweise Fachleute an dafür. Die Schalttafel ist offen. Es hängen einige Drähte raus. Zumindest tun sie was. Auch wenn sie nur die Schalttafel anstarren. Schön, dass es dir wieder gut geht, George. Mister! Das Flugzeug! Wie geht's voran? Tja. Tja. Na, tja, ist ja nicht so dolle. Die Türen sind geschlossen. Türen sind immer noch geschlossen. Verzeihung, Madame? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Trotzdem vielen Dank. Da ist das Bild kurz einmal grün geworden, hier auf der rechten Seite. Wie geht's voran? Tja. Sie lassen sich nicht von Hand öffnen. Die Schalttafel ist offen. Es hängen einige Drähte raus. Es hängen einige Drähte raus. Dam, dam. Dam, ich komme nicht an die Drähte ran, während die Typen dort drehte. Einer blau und einer rot. Zumindest tun sie was. Auch wenn sie nur die Schalttafel anstarren. Schön, dass es dir wieder gut geht, George. Hier sind überall Ameisen. Sogar in meiner Hose sind Ameisen. Schön, dass es dir wieder gut geht, George. Ich hätte gern grüne Eier mit Schinken. Du nicht? Zumindest tun sie was. Auch wenn sie nur die Schalttafel anstarren. Verzeihung, Madame? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Trotzdem vielen Dank. Ein Werkzeugkasten. Welchen Draht soll ich durchschneiden, Chef? Ich weiß nicht, welcher was ist. Schneid einfach einen durch, Jackson. Die Uhr ist fast abgelaufen. Bumm. Meine Lieblingsszene. Ich komme nicht an die Drähte ran, während die Typen dort arbeiten. Ich muss sie ablenken, um sie von der Schalttafel wegzulocken. Ein Bildtelefon.
dieses Telefon. 099-12090. Hm. Ah ja, ich glaube, man muss das eine Telefon mit dem anderen Telefon anrufen. Schön, dass es dir wieder gut geht, George. Nee, das ist nicht das, was du sagen musst. Was ist los? Das schmeckt ja wie im Krankenhaus. Anruf für dich. Für mich? Wer ist dran? Ich glaube, es hat was mit der Gewerkschaft zu tun. Aus dem Weg, Lady. Schön, dass es dir wieder gut geht, George. Die schrecken vor nichts zurück. Die garantieren auf alles Qualität. Du kannst nicht mal in Ruhe zum Klo gehen, ohne dass ein Qualitätsinspektor hinter dir steht und Urinproben nimmt. Ich komme nicht an die Drähte ran. Da ist auch ein Anruf für Sie, Sir. Für mich? Mich ruft keiner an. Mit Ausnahme meiner Mami. Ist es meine Mami? Es könnte durchaus Ihre Mami sein. Oh, danke. Es ist riskant, aber ich könnte versuchen, die Drähte miteinander zu verbinden. Das stimmt. Das ist riskant. Voila. Aber erschreckenderweise. Ich bin ja so gut. Geht die Tür auf. Sie können da nicht rein. Zutritt nur für Polizisten. Ich muss sie ablenken. Aber wie? Halunken erkennt man schon an den Augen. Tuvok? Verzeihung, Madame? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Dass Sie da weggehen. Trotzdem vielen Dank. Soll ich durchschneiden, Chef? Ich weiß nicht, welcher was ist. Schneid einfach einen durch, Jackson. Die Uhr ist fast abgelaufen. Bumm. Meine Lieblingsszene. Verzeihung, Madame? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Trotzdem vielen Dank. Mal sehen, welches Formular ist am schlechtesten zu erreichen? Es ist so gemein. Der Aufkleber am Regal befiehlt: Melden Sie unfreundliches oder unanständiges Benehmen von Bingo oder BM-Personal Formular
31366. Dann machen wir das. Das melden wir. Verzeihung, auch. Madam? Sie schon wieder? Was wollen Sie denn jetzt? Ich hätte gern dieses Beschwerdeformular. Ich hätte gern das Beschwerdeformular für unanständiges und unfreundliches Benehmen. Nummer? 31366. Warten Sie hier. Okay. Ein Scheiß. So. Ach so, eine Information, die wir schon mal gekriegt haben in einer der letzten Folgen. Angesichts der Tatsache, dass ich mich in einem Polizeirevier befinde, wäre es vernünftig, die Limonade erst zu bezahlen. Das stimmt. Haben wir gelernt, dass die Polizei natürlich eine vollständige Unterorganisation einer Limonadenfirma ist. Erdbeerlimone, Erdbeercola, Kirschcola, Wirk. Ich bleib beim althergebrachten Bingo. Classic. Langweilig, aber sicher. Im Rahmen des Möglichen. Schwuppdiwupp, wir haben eine Limonade. Sergeant Anthony MacDonald. Sergeant Marty Lode. Sergeant Maria Hernandez. Sergeant Rick Mahoney. Sergeant Russell Franco. Sergeant Frank Minelli. Hi, wer ist da drin? Minelli, wer fragt denn? Himmel, ich kenne die Stimme. Was? Wer sind Sie? Sergeant Hernandez. Maria? Dem Himmel sei Dank, dass du da bist. Hör zu, ich brauche meine Magenmedizin aus dem Umkleideschrank. Hier ist der Schlüssel. Oh, verdammt. Das war ja leicht. Beachte diesen sehr realistischen Schattenwurf, der hier auch implementiert ist. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. So, da haben wir das Medikament, das nehmen wir mit. Hier haben wir einen Behälter. Ein künstliches Auge. Ich denke mal, dass Frankie Boy so ein Ding benutzt. Wenn man ihn anschaut, fällt es kaum auf. Sergeant Minelli hat die Tür seines Schrankes einmal zu oft zugeworfen. Mann, das bedeutet 7 Jahre Pech. Jetzt habe ich nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, ihn reinzulegen. Ein Behälter für ein künstliches Auge. Er ist leer, also trägt er es gerade. Es ist kaputt. Es ist richtig, es ist kaputt. Ja, geben wir ihm das einfach. Kann ja nicht so sein. Oh, dem Himmel sei Dank! Wie geht's dir? Besser. Etwas besser. Das habe ich gebraucht. Dieses Medikament räumt so richtig im System auf, weißt du? Es beschleunigt den natürlichen Vorgang. Keine weiteren Details nötig, Sir. Danke, Maria. Bist du erkältet? Du hörst dich so anders an. Ja, eine Erkältung oder ich habe irgendwas. Ich muss gehen, Minelli. Danke für deine Hilfe, Maria. Hm.
Eine lose Scherbe vom Spiegel. Ich muss beim Entfernen der Scherbe sehr vorsichtig sein. Etwa so. Archiveinwahl. F. Minelli. Passwort, Geburtstag der Ehefrau. Ganz schön clever. Ein echter Archiveinwahl. Es ist kaputt. Okay, also steht nur der, steht nicht das Passwort, dann müssen wir ihn wohl fragen. Wie geht es deiner Frau? Warum fragst du? Ich glaube nicht, dass du... Verdammt, Maria! Wir haben doch darüber gesprochen. Ich sagte dir, kannst du es nicht einfach vergessen? Oh, sicher. Tut mir leid. Fiel mir nur so ein. Bitte nicht, Maria. Du weißt doch, wie es ist. Klar? Was heißt, wie es ist? Ich weiß nicht, wie es ist. Wegen deiner Frau. Verdammt, Maria! Ich sitze auf dem Klo! Ja. Ich hab nur gedacht, vielleicht sollte ich ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Was meinst du? Bist du verrückt? Bist du völlig durchgedreht? Hast du eine Ahnung, was du da tust? Einfach nur nett sein. Nett? Willst du, dass mich Laura aus meiner eigenen Wohnung wirft? Willst du, dass mich meine Frau morgen aus der Wohnung wirft? Morgen? Deine Frau hat morgen Geburtstag? Du kaufst dir kein Geschenk, Maria. Du solltest nicht einmal daran denken. Das wäre ein sehr großer Fehler. Tu's nicht. Naja. Okay, Boss, du bist der Boss. Nenn mich nicht Boss. Und könntest du mich jetzt bitte allein lassen? Mir ist nicht zum Plaudern zumute, verdammt nochmal. Ich sitze auf dem Klo. Ich muss gehen, Minelli. Danke für deine Hilfe, Maria. Verdammt! Ich glaube, ich bin allergisch gegen die verdammte Medizin. So ein Mist! Mein Auge! Hey, lass mein Auge liegen! Da bist du ja! Zurück an deinen Platz! So ein Mist! Mein Auge! Hey, lass mein Auge liegen! Also so kann man das offensichtlich nicht machen. Da bist du ja! Zurück an deinen Platz! Also ich glaube, wir müssen das irgendwie austauschen. Sonst ist ja auch nicht... Es ist ja sehr naheliegend. So ein Mist! Mein Auge! Hey, lass mein Auge liegen! Da bist du ja! Zurück an deinen Platz! Ja, dann müssen wir was anderes machen. Weiß ich noch nicht. Das ist auf alle Fälle, genau, das ist ja auch das Archiv, wo wir eigentlich ja hinwollen. Also nur vier Möglichkeiten. Oh nein, das Überwachungssystem würde mir die Augen rösten. Nö. Das ist Cola. Die Duschen. Natürlich nicht nach Geschlechtern getrennt. Ich könnte eigentlich eine Dusche gebrauchen. Aber nein. So ein Mist! Mein Auge! Ein Behälter für ein künstliches Auge. Er ist leer, also trägt er es gerade. Archiveinwahl. F. Minelli. Passwort, Geburtstag der Ehefrau. Ja, es ist, passt alles zusammen. Wir müssen in das Archiv, wir haben die Zugangsdaten, wir müssen irgendwie das Auge abluchsen.
So ein Mist! Mein Auge! Da bist du ja! Zurück an deinen Platz! Vielleicht müssen wir einfach nur relativ direkt daneben stehen. Oder wir müssen das Licht ausschalten. So ein Mist! Mein Auge! Was zum Henker ist? Maria? Maria, hast du mein Auge genommen? Gib es mir wieder! Da bist du ja! Zurück an deinen Platz! Okay, also die Idee war schon nicht falsch. Es hatte was mit dem Licht zu tun. Dann wechseln wir doch jetzt so ein einfach. Mist! Mein Auge! Auge gegen Auge. So, nun aber. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Dann nehme man dieses Auge und halte es gemütlich gegen dieses Gerät. Hat da. Ich erinnere mich auch noch an dieses Elend. Und vorher muss man aber da im Rechner nachgucken. Hi, ich bin Frank Minelli und ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen. Ich liebe meine Frau Laura und sie hat am 31. dieses Monats Geburtstag. Das heißt Laura 0731. Bitte. Wehe nicht. Oh ja, ich bin ja so gut. Schon wieder. Jetzt, wonach soll ich suchen? Ja, ich nehme an, alles, was hier steht. Es ist weit hergeholt, aber... Gut. Hinter der Voltaire-Kirche von Stark stecken die Neuerer. Also müssen irgendwo noch Informationen verfügbar sein. Jacob McAllen, weißer Kardinal? Was hat das zu bedeuten? Ich sollte mir den Namen merken, er könnte wichtig sein. Ich will nur überprüfen, ob hier nicht irgendwas über einen Haftbefehl gegen mich steht. Offenbar nicht. Warrens Schwester. Und das ist ihre Kolonistennummer. Die sollte ich mir merken, ich brauche sie bestimmt noch. Ich glaube, ich brauche nicht noch mehr von Warrens Sündenregister zu sehen. Er war recht aktiv. Ich werde nur ein paar kleine Änderungen vornehmen. Nichts Größeres. Das ist schon besser. Beängstigend, wie leicht man einen Heiligen produzieren kann. So, genau, nochmal Warren. Das ist mein einziger Hinweis. Wenn jetzt nichts kommt, habe ich Pech gehabt.
glaube, dass man im Originalspiel tatsächlich die Sachen auch eingeben konnte oder sogar musste. Ich weiß es gar nicht mehr. Kommt mir so ein bisschen irritierend vor, dass man hier das nicht machen muss, dass man hier gar nicht tippen muss. Ich mache lieber einen Ausdruck davon für Warren. Schöne Druckergeräusche. Okay. Jacob McCallum. Der sogenannte weiße Kardinal. Wer mag das sein? Oh. Sie ähneln den Zeichen auf der Tastatur hinter mir. Also ein umgekipptes L mit Strich, ein umgeschriebenes T mit zwei Strichen, ein Kästchen und ein Kästchen mit zwei Strichen. Sie ähneln den Zeichen auf der Tastatur hinter mir. Ob ich mir das merken kann. LT, Kasten, Kasten. Eine Akte. Wollt ihr mal reingucken? Kann man denn da nicht reingucken? Offenbar nicht. Offenbar nicht hier. Dann nehmen wir noch den Ausdruck mit. Ich glaube, das habe ich. Ich werde erst alle Informationen, die ich brauche, ausdrucken. Ach so. Okay. Dachte, das wären wir jetzt. Warrens Schwester. Bitte, bitte, lass da was sein. Nein. Ach so, zum Beweis, dass wir das gelöscht haben, sollten wir es vielleicht einmal aus... Die Sache läuft. Hm. Und wo war jetzt der Drucker? Aber das Restliche müssten ja jetzt eigentlich... Ja. Gut, dann haben wir jetzt einige Papiere. Wir haben noch einen Hefter. Und wir haben... ein Auge und Cola. Hoffen wir doch mal, dass das ausreicht. Überraschung. Wir machen schon wieder Pause. Und wir können das Gebäude verlassen. Pünktlich zu dem Zeitpunkt, wo wir auch raus müssen. So, ich würde sagen, wir bringen das jetzt noch zu Warren. Dann machen wir an dieser Stelle wieder einen Break. U-Bahn.
Dann sprechen wir mal mit Warren. Wie hat es geklappt? Hast du die Information? Lebt meine Schwester noch? Es war nicht leicht, aber ich habe es geschafft. Deiner Schwester geht's gut. Und wegen der Polizei und den Firmentypen brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Das ist großartig. Das ist... Ich danke dir. Ehrlich. Und du hast die Informationen für mich? Klar, hier sind sie. Hör zu, Warren, deine Eltern. Sie sind tot. Aber deine Schwester lebt. Sie wurde von einer Frau namens Drake adoptiert. Einem Lieutenant der Bokamba Mercer Corporation. Meine Schwester als Firmenbrut? Und meine Eltern... Weißt du, das sollte jetzt wehtun, aber ich fühle nichts. Meine Eltern haben mich schon vor langer Zeit verlassen, aber meine Schwester, ich muss sie finden. Du wirst sie bestimmt finden, Warren. Wie ich sehe, hast du meine Akte gesäubert. Das ist gut. Ich war mir nicht sicher, ob du das schaffen würdest. Natürlich ist das gut. Kein Problem. Ich kenne mich ganz gut mit Computern aus. Also, was kann ich für dich tun, Schwester? Naja. Kannst du mich jetzt mit deinem Freund zusammenbringen? Ja, damit du deine Informationen bekommst, richtig? Mhm. Wird gemacht. Fahr bis zu den Newport Docks, dem Hafen im Außenbezirk. Die Gegend ist verlassen, seit für den Güterverkehr keine Schiffe mehr verwendet werden. Lauf durch die Werft, bis du zu einer großen Garage kommst. Du kannst sie nicht verfehlen, draußen sind große Röhren. Klopf dreimal ans Tor und sag Flipper Burns. Der Typ ist komisch, kümmere dich nicht um seine Sprüche. Sag Flipper, dass ich dich schicke. Ich werde ihn anrufen und ihm sagen, dass du kommst. Er müsste dir mit den meisten Dingen, die du wissen willst, helfen können, okay? Danke dir. Wo lebt dein Freund nochmal? Flipper Burns? Fahr zu den Newport Docks, im Hafen, und klopf dreimal an das große Garagentor. Er wird dich reinlassen. Wiedersehen, Warren. Ja, viel Glück, Schwester. Genau. Viel Glück. Und da sind wir nun. Hafen. An den Docks. Wo das... die Waren verschlagen werden. Genau hier ist, glaube ich, ein guter Punkt, um einmal abzuspeichern. Speichern, speichern. Nein, noch nicht. Ich wollte erstmal speichern. Nämlich hier. Und dann von daher herzlichen Dank fürs Zugucken. Die Leute, die sich immer mal reingeschaltet haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.